Lasst uns erneut auf skandinavischen Pfaden wandeln. Jazzstix präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets. Stix Critics. Heute bei Stix Critics. Celsius Unlimited Grapefruit Breeze Grapefruit. Zuckerfrei. Zuckerfree. Aus Schweden kommt das Getränk, mitgebracht wurde es mir aus Norwegen. Celsius Unlimited. Nach oben oder nach unten? Keine Temperaturlimitierung. Mega unfassbar kalt oder viel zu warm? Das Design lässt ein wenig auf Wärme schließen. Das Breeze irgendwie auf beides. Eine kühle Brise in warmem Wetter. Wir haben so palmwedelmäßig was und Stranddesign. Ganz ehrlich, das ist eine der mieses designten Dosen, die ich je gesehen habe. Die ist nicht mal over the top, die ist nicht mal trashig, die ist einfach irgendwie komplett verfehlt. Die wäre ja schon in den 90ern nicht schön gewesen. Und das soll es heißen. Der Blick auf die Zutaten, die man nur verstehen kann, wenn man Schwedisch kann, was ich nicht kann, aber ich habe es mir übersetzen lassen, offenbart, dass es sich hier nicht um einen klassischen Energy-Drink handeln möchte. Auch nicht um einen klassischen Energy-Drink mit Fruchtgeschmack. Das Ganze wirbt schon mal damit, dass es vegan ist. Zuckerfrei ist es auch. Ich habe trotzdem keine Süßstoffe gefunden. Doch, Sucralose. Ich dachte schon. Aber es ist drin Mate-Extrakt und Acerola-Extrakt. Außerdem das Koffein aus grünen Kaffeebohnen, Kurkuma und reichlich Vitamine. Da haben wir zum Beispiel die empfohlene Tagesdosis von Vitamin D. Weit mehr als das von Vitamin B6 und B12. Außerdem mehr als genug Zink. Und Vitamin C ist auch noch ordentlich drin. Wir haben hier also etwas, das wirklich gesund sein möchte. Und dementsprechend auch kein Inosit, kein Glucuronolakton, kein Taurin, aber eben Koffein hat. Und das sind 21 Milligramm pro 100 Milliliter. Weil es ein Süßstoffgetränk ist, erwarte ich nicht besonders viel davon. Aber gespannt bin ich schon, weil es höchstwahrscheinlich ja nicht so schmecken wird wie der Einheits-Red Bull-Klon. Hui, es riecht nach einer sehr sauren Brause mit anstrengendem Nebengeruch. Das könnte schon wieder sehr medizinisch werden. Das Getränk hat eine sehr belanglose Farbe, was ich aber erstmal gut finde, weil es darauf hinweist, dass hier keine krassen Mittel zur reinen Farbherstellung verwendet wurden. Ich trinke diesen Celsius Unlimited Grapefruit Breeze Grapefruit Soccer Free auf. Ich habe überhaupt keine Ahnung heute. Ganz ehrlich, ich lasse es einfach mal aus. Ich trinke auf euch, mich und die Welt. Wow. Versuchen wir es aufzuteilen. Im ersten Moment haben wir einen Zitrusfruchtgeschmack. Ziemlich sauer, meinetwegen Grapefruit. Kommt ganz grob hin. Dann wird der ganze Mund belegt von ganz merkwürdigen Sachen. Was Mineralisches, was sehr Medizinisches, sehr Herbes. Das muss man irgendwie besonders reizvoll finden. Da kommt auch richtig das Mate-mäßige durch. Doch, das ist das. Das ist die Mate, die da richtig reinspielt. Aber echt kaum mehr Geschmack von der Zitrusnote am Anfang überlässt. Und dann am Ende, der ganze Mund wird pappig. So Filz ausgelegt. Und das ist natürlich der Süßstoff. Schade, das ist eine sehr merkwürdige Mischung, die, ob ich sie wieder trinken würde, eher mit Nein beantwortet werden müsste. Ist das ein richtiger Satz? Ich glaube nicht, aber das seid ihr ja mittlerweile gewohnt, ne? Wer soll das trinken? Ich habe keine Ahnung.
probiert es. Lasst es sein. Es ist ultimativ ungewöhnlich. Ich glaube, man muss Mate schon schätzen und irgendwie was Zitrusmäßiges haben wollen und echt mit Süßstoff klarkommen. Das ist eine Kombi. Tschüss. Fuck. 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 Das war Schwedisch für Trink nicht zu viel von dem Gift. Ich danke euch fürs Einschalten, Durchhalten, Liken, Abonnieren, Teilen, Glocke drücken und kommentieren, wie euch das Getränk gefällt oder das Design der Dose. Besonderen Dank an Jens und Sandy, die mir die Dose mitgebracht haben. Hier ist und bleibt alles subjektiv. Und tschüssi! Wenn ihr wüsstet, was für ein Chaos ich hier um mich habe, dann wüsstet ihr, wie groß die Sauerei ist, die ich gerade eben angestellt habe.